Hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch ein Bier, dessen Brauerei ich euch ja auch gerade vorgestellt habe. Und zwar geht es um die Brauerei der Widmer Brothers. Und ich versuche immer noch rauszufinden, wie deren Verbindung nach Deutschland ist. Ich habe bei dem Namen Widmer und auch den Vornamen der beiden Herren ja durchaus meine Bedenken gehabt, dass das ohne deutsche Verbindung ausgeht. Jedenfalls machen sie angeblich, nach eigenen Aussagen, das beste Hefeweizen in Washington. Und als bekennender Freund von Hefeweizen habe ich natürlich mir eine Flasche gegriffen und werde die jetzt gemeinsam mit euch verkosten. Was ich mir allerdings habe auch sagen lassen, ist, dass dieses Hefeweizen nicht mit einer klassischen Hefeweizenhefe vergoren worden ist, sondern mit einer Altbierhefe, die für relativ viele Biere der Widmer Brothers verwendet wird. Ich schaue mal, ob das da irgendwo drauf steht nur, wie man es aussprechen soll. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir das Ganze mal im Selbstversuch aus. Auf der Kappe obendrauf ein schönes Logo der Widmer Brothers und wirklich ein schöner Deckel. Wenig Kohlensäure beim Öffnen. Jetzt schenke ich das mal gemeinsam mit euch ein. Und was soll ich sagen? Also optisch ist das mal schon sehr Hefeweizen-mäßig. Das hat einen echt schönen weißen Schaum obendrauf getrübt bis zum Abwinken. Und hat auch eine richtig schöne dunkel-goldene, leicht bernsteinige Farbe, schaumhaftet nicht besonders gut am Glas, ist dafür aber extrem kompakt und wie gesagt, zwei Finger breit haben wir da mal ganz lässig oben drauf. Es ist jetzt etwas überraschend, aber mit dem Wissen, dass da keine Weißbierhefe verwendet worden ist, jetzt auch wieder nicht so überraschend. Man hat relativ wenig, um nicht zu sagen, gar keine Banane in der Nase. Es ist eher so auf der stark hefigen Seite zu Hause. Zitrusfrucht ist definitiv mit dabei. Getreidige Noten, Orange. Also diese Sachen, die hat man dann schon. Aber kennt man ja zumindest die Zitrusfrucht nicht zwingend vom klassischen Weißbier. Zumindest nicht im Aroma. In diesem Sinne, cheers. Ja, und das ist auch im Antrunk. Es geht sehr stark in die Grapefruchtrichtung. Es ist Weizen mit dabei, keine Frage. Aber so diese zitrusfruchtigen Noten sind sehr präsent. Es hat sehr viel erdige, würzige Noten. Es hat diese hefigen Töne mit dabei, die wir auch vom Aroma schon kannten. Es hat auch ein kleines bisschen Nelke. Aber mir geht die Banane ab. Ja, die fehlt schlicht und ergreifend. Zumindest in meinem Geschmacksprofil. Und es ist lustigerweise, auch von der Karbonisierung her, es hat eine sehr durchschnittliche Karbonisierung. Es ist jetzt nicht so Kohlensäure vorwärts, wie man das ja von manchen Weizenbieren her kennt. Oder wie es eigentlich fast üblich ist. Dafür ist es, wie gesagt, mit einem mittleren Körper, mittlere Kohlensäure. Es hat eine sehr sanfte, samtige Textur. Also auch da ein bisschen überraschend, aber nicht unangenehm. Und hinten raus kommen dann so leicht kräutrige Noten mit dazu. Es bleiben diese hefigen Töne. Es verschwindet so ein bisschen diese Zitrusnoten. Nelke ist mit dabei, erdige Töne sind mit dabei, es kommen so leicht kräutrige Einflüsse mit dazu und es ist insgesamt, wie gesagt, ein bisschen trockener. Deshalb eher für ein Weizenbier etwas ungewöhnlich, hat man dann auch so eine ganz sanfte Hopfenbittere hinten raus. Wie gesagt, das beliebteste Weißbier hier in der Gegend von Washington, das Hefe von den Widmer Brothers.
von ProbierTV gibt es für dieses Bier 3,5 Punkte für das Hefe von den Whitmer Brothers aus Portland, Oregon. Wenn ihr dieses Bier kennt, und ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es einige von euch, dann freue ich mich über euren Kommentar bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Sagt danke fürs Zuschauen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr dieses Bier irgendwo käuflich erwerben könnt in Europa, schreibt mir eine Mail. Ich sage Dankeschön, Prost und Ahoi. Cheers.